Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr zu einem neuen Video eingeschaltet habt. Mich hat heute der Vegan Beauty Basket erreicht und wenn ihr auch gespannt seid, was sich in dem Paket verbirgt, dann bleibt doch sehr, sehr gerne dran. Der Vegan Beauty Basket erscheint alle 2 Monate und ich finde es ein richtig toller Rhythmus, wenn man so die Chance hat, die Produkte auch zu testen und vielleicht aufbrauchen zu können. Es ist immer recht liebevoll gestaltet. Es gibt immer ein Auswahlprodukt, also da kann man vielleicht die Farbe oder irgendwas mit aussuchen. Was ich auch immer sehr schön finde, weil jeder ist doch ein bisschen individuell, individueller Hautton und so weiter oder individuelle Vorlieben. Und dieses Mal, meine ich, war ein Highlighter das Auswahlprodukt, aber wir schauen jetzt einmal zusammen rein. Es ist ein richtig süßes Bündel und es gibt jeden Monat eine total entzückende Karte. Es ist immer eine Katze mit drauf, mindestens eine. Und dieses Mal sie hat eine Tasse in der Hand und sitzt auf einer Teekanne. Finde ich richtig schön gestaltet. Ich sammle diese Karten jetzt bei mir und ich werde die mal irgendwie zusammen einrahmen oder so. Finde die richtig schön, weil ich habe eben auch Katzen und liebe Katzen und spricht mich sehr an. Und es gibt immer eine Produktkarte dabei und dieses Mal ist es die Produktkarte November. Hier ist eine Werbung für die limitierte Weihnachtsbox. Jetzt habe ich im ersten Moment gedacht, das wäre schon die limitierte Weihnachtsbox, weil die habe ich nämlich auch bestellt. Aber nein, das ist die November-Ausgabe. Hier sind die Produkte erklärt. Also man bekommt auch ein bisschen Hinweise drauf, wenn man nicht gleich weiß, was das Produkt alles kann, was da alles enthalten ist. Die Inhaltsstoffe sind aufgeführt. Finde ich richtig toll und auch den Wert des Produkts. Sehr schöne Produktkarte und das ist das eigentliche Bündel, um das es geht und es fallen schon die Produkte raus. Ich bin vorsichtig. Ich mache mal das Schleifchen auf. Oh mein Gott, und ich sehe schon was richtig Geniales. Ich beginne mit dem Auswahlprodukt und zwar ist das ein flüssiger Sternenstaub und ich finde die Bezeichnung echt süß. Ich habe hier die Farbnuance 01. Gucken wir mal kurz rein. Das Ganze ist von Puro Bio, ist eben auch sehr natürlich. 12 Monate ist das Ganze haltbar. Also das sind Inhaltsstoffe drin, die das Ganze haltbar machen. Aluminium ist mit dabei, Benzylalkohol ist drin. Also das sind eben auch Sachen, wo das Ganze dann auch haltbar machen. Und das Ganze schaut so aus und ich finde das Packaging richtig toll, richtig gelungen. Das Ganze ist Organic Cosmetic, ist vegan, made in Italy. Und wir machen es jetzt auf, weil das ist 12 Monate haltbar. Also ich kann das gerne austesten. In 12 Monaten werde ich es zwar wahrscheinlich nicht aufbrauchen können, aber ich habe jetzt einfach die Möglichkeit, das zu testen. Es ist ein leichter goldener Schimmer und ich kann mir vorstellen, dass man das nicht nur hier auf die Stellen, die man highlighten möchte, aufgeben kann, sondern auch vielleicht in eine Bodylotion mit einmischen kann und so ein bisschen das Dekolleté, die Arme oder die Beine ein bisschen zum Strahlen bringen kann. Ich finde das ein richtig schönes Produkt und freue mich da sehr drüber. Und das nächste ist ein Duo und gehört zusammen. Das Ganze ist von der Firma Svyn. Da hatten wir schon mal Hyaluron-Drops drin und die fand ich richtig genial. Und hier haben wir Lipid-Drops. Und Base oder Base. Jetzt bin ich immer gespannt. Ich muss wirklich nachgucken im Produktheftchen, was da drüber drin steht. Das Duo für zarte Winterhaut. Der besondere Wirkkomplex der reizarmen Basispflege von Svyn verleiht den Lipid-Drops eine intensive Tiefenwirkung. Für jeden Hauttyp geeignet. Hergestellt in Deutschland, parfümfrei und vegan. Mega. Eine kleine Menge von der Base mit 2 bis 3 Tropfen Lipid-Drops. Also mit diesen hier. Zu einem frischen Gel vermischen, morgens und abends auf die gereinigte Haut aufgeben. Die Lipid Drops können auch pur angewendet werden, also so als Booster dann irgendwie. Unser Tipp, trage die Base in 2 dünnen Schichten auf und spüre, wie die Wirkstoffe in deine Haut einziehen. Entdecke und kombiniere verschiedene Svyn Drops, also ich habe eben auch die Hyaluron Drops hier, das ist mega, dann kann ich die kombinieren für deine individuellen Hautbedürfnisse. Echt, echt spannend. Also ich freue mich da riesig drüber. Ja, ich bin gerade echt geplättet, weil das sind so hochpreisige, tolle Produkte. Ich habe mich da schon mal umgeschaut auf der Homepage. Die haben echt einen guten Wert auch. Ja, also mega cool. Ich freue mich riesig drüber. Die Box ist wieder so ein Knaller. Also, boah. Es sind noch 2 Produkte drin. Wir haben hier als nächstes noch etwas Großes. Und zwar sind da 50 ml von einem Bio-Körperöl drin. Cozy Rose. Also es dürfte mit Rosenduft sein, denke ich einmal. Reichhaltige Pflege ideal, auch als Massageöl zur Babybauchpflege in der Schwangerschaft geeignet. Mandelöl, Himbeersamenöl, Hanfsamenöl,
Rose, Mandarine, Rot und Rosengeranie und Benzoe. Kalt gepresst alle Zutaten aus KBA. Bitte kühl lagern. Ja, sehr schön. Aus Landsberg, also in der Nähe von München. Da ist jetzt so ein kleiner Stopper drin, wo man das Ganze aufmachen kann. Und das werde ich ziemlich gleich nehmen, weil es ist mir gerade wirklich die Bodybutter ausgegangen, die ich sonst immer nach der Dusche verwendet habe. Es riecht total natürlich, wie ich finde. Es ist ein richtig schön frischer, leichter Rosenduft. Also ich mag das sehr, sehr gern. Und habe momentan auch Rosenöl, was ich im Gesicht anwende. Und jetzt das hier noch für den Körper. Das mache ich total gern nach der Dusche, wenn die Haut noch so ein bisschen feucht ist. Das ist genial. Also ich freue mich da sehr drüber. Und ich muss auch sagen, Packaging mega. Also dunkle Glasflasche. Dann dieses Bildchen hier vorne drauf. Ich weiß nicht, das ist so eine schöne und wertige Auswahl jedes Mal von den Inhaltsstoffen, vom Packaging, den Marken her, von allem. Also ich bin da echt ganz, ganz sprachlos. Und was mich besonders an dieser Box begeistert, ist, dass da auch immer wieder neue Sachen mit drin sind zu entdecken. Es sind nicht jedes Mal die gleichen Marken oder so drin, sondern es sind immer wieder neue, inspirierende Produkte mit dabei. Der hier kenne ich also von der Marke her, We Love the Planet. Ich mag die Deos sehr, sehr gerne. Und das hier ist ein Lip Balm. Habe ich schon gesehen, dass es die geben soll. Mein Müller hat es noch nicht oder hatte es noch nicht, wo ich es das letzte Mal geschaut habe. Und es ist auch einer, den man hier unten drückt. Und dann kommt er oben raus. Er hat eine ganz, ganz zarte Rosé-Färbung, aber ich nehme mal an, dass man den nicht großartig sehen wird. Genau, also das ist wirklich nur eine Pflege, ohne wirklich die Lippen dann zu tönen. Und der riecht wirklich sehr, sehr angenehm, ganz, ganz leicht. Und ich würde fast sagen, dass der einigermaßen duftstofffrei ist. Ich erkenne da jetzt auch nichts hier hinten drauf, dass da irgendwas mit Parfum oder irgendwas stehen würde. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Es ist Eco Control, 12 Monate haltbar. Es ist vegan und Zero Waste, weil es natürlich eine Pappverpackung hat. Ich freue mich da riesig drüber und das kommt gleich bei mir ans Bett. Da brauche ich hier jetzt gerade wieder einen. Super, also ich freue mich so sehr. So schöne, wertige Produkte, die mich alle ansprechen. Und genau das finde ich das Wichtige an Boxen. Egal wie viel die Box jetzt kosten mag, es sollten Produkte drin sein, die einem persönlich gefallen, die einen ansprechen, wo man die Freude hat, das Ganze zu verwenden und auch den Spaß dabei. Und dass man einfach sieht, dass sich da jemand Mühe gegeben hat. Und genau das bedeutet der Vegan Beauty Basket für mich. Und genau das bedeutet es auch, die Produkte hier zu benutzen. Und ich sehe einfach, dass jedes Produkt bei mir bleiben wird und dass ich alles total gerne testen werde. Weil die Sachen einfach total angenehm, hochwertig sind. Sie sind auch für empfindliche Haut geeignet und nicht nur ich verwende dann die Produkte aus dem Vegan Beauty Basket. Auch mein Sohn hat schon das ein oder andere Produkt abbekommen oder kommt immer wieder in den Genuss, hier was testen zu dürfen, weil die Sachen eben ja, so gut verträglich sind. Ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch die Box interessieren sollte, ich packe euch unten in die Infobox sehr, sehr gerne den Link zum Vegan Beauty Basket. Und wenn ihr Glück habt, könnt ihr auch noch die limitierte Weihnachtsbox erhalten. Ich weiß jetzt nicht, ob die schon ausverkauft ist oder ob es jetzt noch zu kaufen gibt. Also schaut gerne einmal nach. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und sage bis bald.